Bei einem Busunglück im Norden Perus sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus stürzte in der Andenregion Cajamarca in eine etwa 200 Meter tiefe Schlucht. 17 Menschen seien mit teilweise schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Notarzt mit. Der Bus mit mehr als 50 Insassen war auf einer unbefestigten Straße voller Schlaglöcher unterwegs gewesen, als er in die Schlucht stürzte. Mehrere Passagiere wurden offenbar vom Fluss fortgespült. In Peru kommt es immer wieder zu schlimmen Verkehrsunfällen. Gründe sind überhöhte Geschwindigkeit, schlechte Straßen, fehlende Verkehrsschilder und seltene Verkehrskontrollen. Im vergangenen Jahr zählte das lateinamerikanische Land mehr als 3.100 Verkehrstote.